Der Mann, um den es jetzt geht, gehört zu den berühmtesten Deutschen weltweit und er hat uns in diesem Jahr sogar einen extra Feiertag verschafft. Von wem die Rede ist, raten Sie mit. Der erste Schultag für unseren Gesuchten. Er ist das älteste von 10 Geschwistern. Da sich sein Vater Großes von ihm erhofft, schickt er ihn auf die Schule, zu seiner Zeit etwas Besonderes. Durch den knallharten Drill seiner Lehrer wird er ein guter Schüler und ein braver. Regeln brechen, widersprechen, noch undenkbar. Wenn unser Gesuchter erwachsen ist, wird sich das krass ändern. Als Kind leidet er unter schrecklichen Albträumen. Jede Nacht suchen ihn Gruselwesen heim. Diese inneren Dämonen treiben ihn dazu, später die Welt zu verändern. Bis dahin versucht er, sich abzulenken. Er lernt und lernt. Jahrelang steckt er die Nase in Bücher. Erst für die Schule, dann für sein Musik- und Literaturstudium und schließlich für Jura. Das Fach interessiert ihn nicht wirklich. Er studiert es seinem Vater zuliebe. Als er seine Eltern in den Ferien besuchen will, gerät er in ein heftiges Unwetter. Kein Schutz, kein Blitzableiter. Unser Mann hat Todesangst und schwört, wenn ich das überlebe, ändere ich mein Leben. Er überlebt und beginnt, Religion zu studieren. So schafft er es bis zum Doktortitel. Später lehrt er an der Universität. Außerdem sucht er sich einen Job bei einer großen und vor allem mächtigen Organisation. Bald stören ihn die dubiosen Geschäfte seines neuen Arbeitgebers. Der verlangt Geld von den Leuten, wenn diese auch nur ein bisschen gegen ihre Gesetze verstoßen. Sogar für die Verfehlungen von verstorbenen Verwandten lässt man sich bezahlen. Du hast mein Geld nicht? Ach. Du hast mein Geld. Mein Geld. Wo ist es? Jetzt ist es da. Zimmer des Mädchen. Am Ende haben sie es. Unser Mann hält das für falsch. Er will gegen die Ungerechtigkeit kämpfen. Power to the people. Doch nicht alle Menschen sind gleich für ihn. Er ist Antisemit. Mit Juden will er nichts zu tun haben. Er weiß sich zu verkaufen. Er ist für seine Zeit ein Medienprofi. Unser Gesuchter stellt eine To-Do-Liste gegen die Ungerechtigkeit zusammen. Er wendet sich an das gesamte Volk in einfacher Sprache. Das ist neu. Seine Ideen finden großen Anklang. Die Message unseres Gesuchten, jeder muss sein Seelenheil selbst in die Hand nehmen. Das kann man sich nicht kaufen. Er hat Feinde. Die mischen sich unter seine Anhänger und machen Stimmung gegen unseren Mann, verbreiten Lügen in seinem Namen. Schon bald kippt die Stimmung. Er macht sich mächtige Feinde. Unser Gesuchter wird angeklagt. Ihm droht die Todesstrafe. Doch er gibt nicht nach und verteidigt sich selbst. Ich war das nicht. Diese Fake News, das sind alles Fake News. Unser Gesuchter verteidigt seine Idee, dem einfachen Volk mehr Rechte zu geben. Damit macht er sich seinen Arbeitgeber zum Feind. Er ist jetzt vogelfrei. Die Mächtigen haben ihn zum Abschuss freigegeben. Jeder darf ihn töten. Und jetzt viel Glück! Doch damit nicht genug. Sein Leben geht abenteuerlich weiter. Direkt nach dem Urteil wird unser Gesuchter entführt. Allerdings zu seinem Schutz. Der Entführer ist ein exzentrischer Millionär, der unseren Gesuchten beschützen will. Monatelang findet unser Mann Asyl in einem Versteck und lebt unter falschem Namen.
Doch er kann nicht anders. Ähnlich wie WikiLeaks heute macht er ein halbes Jahr später geheime Daten öffentlich. Was vorher nur wenige wussten, veröffentlicht er in einem Buch. Wieder in einer Sprache, die jeder versteht. Dabei erfindet er sogar neue Wörter. Feuertaufe, Lästermaul oder Lockvogel. Das Werk ist ein Bestseller. Bis heute. Unser Mann steht wieder in der Öffentlichkeit. Das schützt ihn vor Verfolgern. Und er lernt eine Frau kennen. Katharina. Unser Gesuchter will sie verkuppeln. Er will ihr helfen, indem er einen passenden Ehemann für sie findet. Doch Katharina hat sich längst entschieden für unseren Gesuchten. Es funkt auch bei ihm und die beiden heiraten. Seine Frau ist von nun an immer an seiner Seite. Sie unterstützt ihn bei der Verbreitung seiner Botschaften mit Erfolg. Immer mehr Menschen folgen den Ideen unseres Gesuchten. Schon damals ist er ein Star. Heute gibt es Musicals, eine Playmobil-Figur und sogar Comics über ihn. Dank unserem Gesuchten geht ein Ruck durch die Gläubigen. Doch es kommt zu Unruhen. Das Alte gegen das Neue. Unser Mann ist Pazifist, deshalb ruft er die Bevölkerung zu einer friedlichen Reform auf. Die Menschen hören auf ihn. Die Gesellschaft verändert sich für immer. Der Wandel in den nächsten Jahrzehnten ist nicht mehr aufzuhalten. Sein restliches Leben kämpft er gegen die Unterdrückung und Ausbeutung. Sein Feind, die mittelalterliche Kirche und ihr Ablasshandel. Unser Gesuchter siegt. Seine Bibelübersetzung hat den christlichen Glauben reformiert. Seinetwegen gibt es heute nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die evangelische. Martin Luther.